Hallo zusammen, ich habe hier eine Solarkühltruhe. Was heißt das? Eine Solarkühltruhe, die stellt man nicht in die Sonne und kühlt, sondern Solarkühltruhe ins Haus und die Solarzellen aufs Dach. Aber speziell an dieser Truhe ist, sie ist sehr dick isoliert. Wir schauen uns jetzt das mal an. Ich habe den schon mal aufgemacht. Das ist eine Sundancer DCR-165E. Was heißt DCR? DC für Gleichstrom, also 1224 Volt. R für Refrigerator oder Kühlschrank. Und 165 Liter. Das ist ursprünglich, das Gehäuse stammt aus im Haushaltssektor und wird einfach mit mechanischen Thermostaten versehen für Kühlschrank und einem 12-Volt-Kompressor BDE35. Wir schauen uns die Truhe jetzt von oben her an. So sieht die Truhe von oben her aus. Innen drin ist ein Korb. Das rote, da ist ein Ersatzthermostat bzw. ein Thermostat für Tiefkühlung. Man kann die Truhe jetzt also als Tiefkühler umsetzen. Und wir sehen hier, wir haben hier eine Dicke von der Isolation von über 10 cm, 100 mm. Die Truhe hat eine Innenbreite von knappen 40, also 39,5 und eine Länge von 75 cm. Die Truhe hat ein Außenmaß von 95 cm und eine Tiefe inklusive Scharnieren und Griff von etwa 72 cm und eine Höhe von ca. 92. Wie komme ich jetzt hier zu einer Sundancer? Sundancer ist aus Texas, also USA. Gefertigt werden diese Truhen in Europa. Es gibt zwei Versionen, entweder in Ungarn oder hier bei uns. Wir haben Lizenzbau für Sundancer und fertigen diese Truhe. Das Thema ist diese Truhen. Der Hauptmarkt liegt in Afrika, also 1 Quadratmeter Solarzellen und diese Truhe funktioniert. Sagen wir 20 Jahre Retour habt ihr für einen Quadratmeter Solarzellen oder noch länger 5.000 Euro ausgegeben oder 5.000 Mark und heute liegen wir bei 150, 200. Durch das rendiert sich es nach eher mal eine größere Solarzelle aufs Dach zu machen, weder so eine dick isolierte Truhe zu verwenden. Aber das Thema ist immer noch heute Schrebergärten, die eine Beschränkung haben von der Fläche, die dürfen dann zum Beispiel nur 0,5 Quadratmeter Solarzellen aufs Dach machen und mehr ist nicht erlaubt. Und dann eine isolierte Truhe zu verwenden. Ihr kennt die Boxen, ich mache euch hier einen Link von der B556, die ist schon dick isoliert mit 5 cm. Aber diese Truhe braucht nochmals die Hälfte Strom, was die 46 Liter braucht, obwohl die hier 165 Liter hat. Ja, die Truhen sind, teilen wir die fertigen natürlich am Lager bei uns. Ihr könnt die bei uns beziehen. Der Preis ist bei 900 Euro. Mehr könnt ihr bei uns im Shop schauen oder bei eBay oder sonst wo. Also eine einfache, kostengünstige und vor allem energiesparende Truhe für den Betrieb mit 12 und 24 Volt. Ich wünsche euch einen schönen Tag.